Natürlich ist der Ukraine-Russland-Konflikt das beherrschende Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende. Umso mehr, da heute nun einer der direkt Betroffenen persönlich erschien, um seine Sicht der Lage darzulegen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Während erstmals seit 30 Jahren kein Vertreter der russischen Führung bei dem Treffen in München dabei ist, um die Kreml-Sicht zu erklären, hielt Zelensky eine eindringliche Rede und forderte vom Westen mehr Hilfe gegen einen möglichen russischen Angriff. Jannik Penz und Eckhard Querner berichten. Letzte Vorbereitungen für den großen Auftritt. Volodymyr Zelensky ist angespannt. Gleich geht der Präsident der Ukraine auf die große Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz und wird mit Standing Ovations empfangen. Bei seinem Auftritt vor den Regierungschefs des Westens macht Zelensky noch einmal deutlich, wie ernst die Bedrohung seiner Heimat durch Russland ist. Wir können uns ja nicht in den Sarg legen und darauf warten, dass die russischen Soldaten einfach einmarschieren. Wir werden nicht den ersten Schritt tun, aber wir sind bereit, auf alles zu reagieren. Zelensky richtet aber nicht nur dramatische Worte an die Konferenz, sondern auch konkrete Forderungen. Uns wird gesagt, die Tür zur NATO steht offen, aber bis jetzt gibt es noch keine Möglichkeit dazu. Seien Sie ehrlich, offene Türen sind gut, aber was wir brauchen, sind ehrliche Antworten. Antworten verlangt Zelensky kurz darauf auch von Kanzler Scholz. Schön, Sie wiederzusehen. Wir treffen uns ja dauernd. Zelensky wirbt für mehr deutsches Engagement. 5000 Helme liefern, das reiche nicht. Die Situation sei ernst. Das weiß auch Kanzler Scholz. In Europa droht wieder ein Krieg. Und das Risiko ist alles andere als gebannt. Dahinter fallen in der öffentlichen Debatte selbst globale Herausforderungen wie die Pandemie und der Kampf gegen den Klimawandel zurück. Dabei bedürfen sie dringend einer Antwort. Für Zelensky ist es ein langer Tag mit vielen Gesprächen. Politisches Speeddating mitten in der Krise. Der Westen macht ihm klar, dass er geschlossen hinter der Ukraine steht. Erneut ein deutliches Signal, auch in Richtung Moskau.